Tatsächlich die Hunde haben wir für uns gegenseitig diese großen Kirschen in die Festung gebaut. Dass alles zugebaut waren, haben überall so Brunnen irgendwann, diese Wassertroge da. Einfach die ganze Festung voll mit dem Scheiß. So, jetzt machen wir das mal anders. Haben wir es abgefackelt und haben verloren. So, jetzt mal den Marktplatz nicht verkacken. Ja, Marktplatz. So. Ihr könnt 1 gegen 1 spielen, genau. 1 gegen 1. Gehöft. Schenke. 10 Jahre später. Ach, Lager war das, genau. Und Kornspeicher wollte ich auch hier. So, und dann wollte ich jetzt eigentlich auch Getreide machen. So. Vorratslager. Wir brauchen Holz, Sir. Oh nein, habe ich jetzt die Holzfäller vergessen? Doch. Holzfäller. Das Holzfäller-Ding ist, glaube ich, immer kostenlos. Kostenlos? Hier ist nichts kostenlos, ey. Du bist wohl kostenlos. Im ersten Teil war das erste immer kostenlos. Aha. Weil wenn du kein Holzfäller hast, dann bist du am Arsch. Und wenn du kein Holz hast, kannst du aufgeben. So, wir haben jetzt Getreide zum Wegwerfen. Jetzt Häuser bauen. 1, 2. Wir brauchen Holz. So. Wir brauchen immer noch Holz. Bereit, Sir. Ja, Sir. So, rauf da. Rauf. Bauen wir eine Mauer. Wo also, die Wetten sind 20 Minuten, dann verkackt ihr. Die Gegner sind hier. Okay, die Gegner. Stellen wir erstmal eine Mauer auf. Putz. So, jetzt kommt ihr nicht einfach so hier vorbei. Ihr Schweine. So. Ist da oben Pech, was da neben dir ist? Ich hab jetzt Stein da. Das ist ein Tümpel oben. Ja, ich hab auch Stein. Okay, hab ich grad gesucht. Ich denke, das ist Pech, ja. So, Essen. Dann brauchen wir jetzt noch eine Mühle, die übelst viel Holz kostet. Einfach gewaltig viel Holz. Wie viel Gold haben wir? 364 WTF. Ich hab schon alles für Holz rausgeworfen. Ja, ich auch. Die Häuser sind so hässlich. Ich beleidige meine Häuser nicht. Hast du etwa nur ein Ding hin? Ja. Ein Stein-Ding? Ja. Ich denke mal, 2 Kühe werden reichen, um das voll auszulasten. Ich habe keine Ahnung. Ein Stück Mauer gebaut. Der Bergfried ist komplett. Der Bergfried ist komplett. So. Gibt's die Ansagen? Die ich habe den Ton gerade aus, weil ich sonst immer doppelt höre. Keine Ahnung, Mann. Weil... Hatte ich schon mal einen Bergfried komplett, du Lappen? Nee. Nein, aber generell diese Ansagen, der macht immer so Ansagen. Also bis jetzt hat er noch nicht so viel angesagt. Eine Nachricht der Ratte. Das Land gehört meiner Familie! Lol, der sieht ja mega hässlich aus. Ihr werdet für euer unverschämtes Einbringen bezahlen. Aber ich weiß, wo ich jetzt am besten die Sachen... Ich kann da meine Cam am besten in diesem Spiel hier hinziehen. Und das... Da, wo das hässliche Video ist. Auch hier hin. Dann könnt ihr diese hässlichen Videos sehen, ja. Ich will die nicht sehen. So. Was ist das denn? Unsere Lebensmittel. Was ist denn, wenn man bei Twitch eigentlich auf Mobile stellt? Das muss doch richtig crap aussehen, oder? Das ist schon, wir brauchen noch 10 Holz. So, was ist dies mit diesem Rattenfürsten? Oh, Leute, kommt angelatscht. Bereit, Sir. Was ist das denn für ein Vieh, Alter? Der hat so übers Knollennasen. Ja, das ist die Ratte. Der kommt jetzt schon mit irgendeinem Scheiß angelatscht. Pfeile schießen! Ziel anvisieren! Guckt euch an, wie sie laufen, ey. Feuer frei! Boah, ist auf Mobile, Alter. Da kennst du gar nichts mehr. Feuer! Oh, Leute. So, dann wollen wir jetzt mal Brot backen. Der Bergfried ist komplett. Lol, der hackt da rum! Der hackt da rum, der alte Lump! Euer Zeichensire! Auf die Plätze, Männer! Bogenschützen! Das sieht jetzt immer besser aus als vorhin. Diesmal werden wir triumphieren! Gebt uns nur ein. Oh, hier so ein bisschen Stein, damit ich. Ein bisschen mehr Stein, hab ich gesagt. Hier oben ist noch Stein ohne Ende. Das müsste ich eigentlich bearbeiten. Wo willst du mehr Stein herholen? In der Wüste, Mann. Wir haben einfach gar kein Holz. Ist ja schon aufgefallen, da gibt's gar keine Wälder oder so generell Bäume richtig viele. Ne? Erstens ja, ist wenig. Guck dir diese Ratte an, was die einfach schon für eine Burg hat, Mann. Und wer ist das eigentlich? Ach, das ist dieser Sklavenhändler. Weil der sieht auch lustig aus. Und die Ratte, sieht die auch anders aus? Ja, die Ratte sieht aus wie die Ratte. Ja, der war Knollennase.
Warum greift, warum muss ich gegen diese blöde Ratte spielen? Die greift die ganze Zeit an. Das ist ein sicheres Spiel. Wie kann das sein? Pikeniere! Ah ne, wir essen die. So, die ist ja noch wieder, an der Sperrkindfalle. Ich hab wieder einen Fehler gemacht. Ich glaube, mit diesem blöden, mit diesem Tor kann man da nicht rauflaufen. Kannst du dich auch so Söldner kaufen in dem Teil? So mit diesem Söldnerlager? Hier sind eure Leute. Ich denke. Rauf auf die Welle! Rauf auf die Welle! Ich hab einfach 17 Gold. Rauf auf die Welle! Rauf auf die Welle! 17 Gold! Das hört sich sehr gut an. Mächtig. Auf jeden Fall sehr, sehr wohlhabend. Na, hier kommt jetzt keiner mehr vorbei, habe ich gehört. Haha, blöde Ratte. Das ist einfach ja nicht mal eine das Lüge. Habe ich jetzt immer genug Essen? Genug Brot? Bin mir da nicht so sicher, ich habe keine Ahnung. Ey. Gut, dann wollen wir jetzt mal was anderes anfangen. Was ist das? Kerzengießerei. Okay. Kerzengießerei also. Wir haben jetzt gerade Stein eingeliefert gekriegt. Würde gerne mehr Stein abbauen. Stein war für mich früher in Crusader immer das Mittel zum Goldkassieren. Geld. Ende. Ja. Ja, genau. War bei mir auch so. Weil du einfach immer Stein verkaufen konntest. Alter, ich glaube, ich brauche Holzfäller mehr. Das dauert 5 Millionen Jahre, bis hier Holz ankommt. Oder wir sollten das nächstes Mal daran denken, dass wir das Spieltempo hochdrehen. Weil, ja. Obwohl ich dann wahrscheinlich gar nicht drauf klarkomme. Ey, so, hui, was soll ich machen? Und dann greift die Ratte wieder an, so rattig, wie sie drauf ist, ey. Eine Nachricht der Ratte. Die Burg von der Ratte ist nicht viel besser als bei Stronghold. Sag mal, kriegst du eigentlich auch die Nachrichten, die ich kriege? Diese blöde Ratte da, die mich immer voll labert? Oder nur ich die? Ja, das ist dein Glück. Die kriegst, glaube ich, nur du. Ja, die labert mich die ganze Zeit. Ich habe bis jetzt noch nichts gekriegt. Ja, mich labert die ganze Zeit voll, Alter. Drückt ihre Knollennase da gegen die Kamera. Eine Nachricht vom Schaf. Mögen uns die Wüstengeister an diesem wunderschönen... Lol, mach's Maul zu, ey. Der Typ. WTF. Ey, mich greift schon wieder die Ratte und der Schar kommt auch gleich an, ne? Mit Katapulten kommt der an. Ich hab gar kein Gold. Wie hat der denn Katapulte schon? Ey, der baut 1, 2, 3, 4, 5. 5 Holzfäller baut der. Dann hat der hier Kühe und so alles voll dicht aneinander geproppt. Im anderen Crusader war das nicht so, dass man das so machen konnte, ey. Wir werden angegriffen. Ey, das Einzige, was ich habe, sind meine Schützen. Genau, Eisen, Stein und so war früher eigentlich immer voll viel wert zum Verkaufen. Gibt's keine Schusseneisen? Ich hab gar kein Eisen gesehen bis jetzt. Ich mich auch mal wundern, was das ist. Wir sind bereit. Ich mach's einfach eine Eisenmine, so irgendwo hin. Ja, auf diesen Turm kann einfach nur einer rauf. Da kann einfach nur einer rauf auf diesen Turm. Ist das denn ein Witz? Gibt's größere Türme, oder? Ich glaub schon. Ein Typ auf dem Turm. Warum werd eigentlich nur ich angegriffen? Und warum kommen die Treppe hoch? Lol. Das sind Assis! Angriff! Landsknechte bereit. Lol, die werfen die Speere kommt gegen die Mauern, sind die hohl? Ja, Angriff! Lol, sind. Ey. Auf die Welle. Ja, Sir. Wie jetzt? Ich verstehe das nicht. Auf die Welle. Die werfen nur ihre blöden Speere und bleiben dann stehen. Ihr seid der viertgrößte Lord. Ich bin der viertgrößte Lord, das heißt der letzte. Ich bin der drittgrößte. Um diese Einheit auszubilden. Öltopfwerfer, berittener Bogenschütze, arabischer Bogenschütze und ein. Mustain! Fursanus Saifina Takadam! Jo! Ich brauche Armbrustschützen, ja, dafür brauche ich Eisen. LOL! Ey, ich werde überrannt! Oh, lol, ey. Ist das denn deren Ernst? Warum gehen die nur auf mich und warum hilft mir mein Verbündeter nicht? Guck mal, seine ganzen Arschgesichter stehen da einfach in seiner Burg und der Warchai lässt mich verrecken. Ja, Moment, ich komm ja jetzt. Ich zieh mich zurück in deinen Burgfried. Oh nein! Halte
Das sind ein paar Bogenschützen, aber meine kommen. Mein Vater hat das früher auch immer gemacht. Wenn wir gegen ihn gespielt haben, dann hat er einfach, Dings, dann hat er den König genommen und irgendwo in eine Ecke gestellt, wo die Kamera nicht hinkam. So, ich mach mich mal vom Acker hier. Sie kommen, sie so, kommen um mich. Lol, bei die, dir. Die drehen um. What the fuck? Ja, die überrennen mich, Mann. Weil du einfach nicht über mich, dingst. Auf mich aufpasst, mich nicht unterstützt. Lauf ich jetzt zu dir. Ey. Ich habe selbst noch nichts. Hört auf mit dem Wimmern, Bauer! Ihr und eure Spielzeugsoldaten solltet euch lieber für den Widerstand rüsten. So. Solange mein König hier stehen bleibt, bin ich sicher. Die Truppen der Ratte greifen an. Die Truppen der Ratte greifen an. Das ist auf jeden Fall ein ganz anderes Spiel. Ein ganz anderes. Das ist überhaupt nicht mit dem alten Stronghold Crusader zu vergleichen, ey. Find ich, also. Pff. Ja, finde ich auch. Andi, ich grüße dich. Brauchst du nicht Englisch schreiben, ne? Wir sind Deutsch. Ja, Sir. Eure Befehle, Sir. Speere vorwärts. Sofort, Sir. Ja, Sir. Natürlich, Sir. Gott. Reihen schließen. Jetzt sind alle meine Sachen Schrott. Nee. Grundsprache steht noch. Wenigstens das. Sonst wären sie mir auch alle abgehauen. Zumu? Lil-Majd. Jarrib Shafrat Asayfi. Mensch, euch heuer, hoi, hoi. Wäre bereit. Da fangt ihr dann einfach dran vorbei. Macht doch die kaputt. Hat er gerade echt Age of Empire so komisch geschrieben, Alter. Hm? Ist das Game wie Age of Empire? Die rennen ernsthaft alle nur zu dir. Ja, ich weiß nicht warum. Die haben auch meine Steinminen alle geschrottet und so und kommen jetzt immer wieder an. Also anscheinend sind wir. Also ich bin anscheinend viel zu langsam für dieses Spiel. Kann man denn die Steuern erheben? Weiß nicht, auf den Bergfried musst du wahrscheinlich klicken und dann. Es wäre schön, wenn. Nee, oben bei diesem Kopf. Eine Nachricht vom Schaf. Oben beim Kopf. Bei dem Beliebtheitskopf. Okay. Der Typ schon wieder, der macht sein Maul einfach nicht zu, ne? Okay, Leute, ich bin schon wieder gerackt. Alter, was ist da los? Geht viel zu schnell alles. Ich habe einfach kein Gold. Ja, ich habe auch. Also anscheinend muss man da mal irgendwie eine Strategie finden, dass man das irgendwie ausgleicht. Keine Ahnung. Das, ja, bei Crusader hast du einfach Steine verkauft und dann irgendwie die Steuern erhöht. Ja, aber das, ich werde zerstört und du verteidigst mich nicht. Jetzt muss ich mit meinem Speerwerfer hier los. Ey, ich hab doch Armbrustschützen bei dir. Zack. Da hinten bist du auch noch angegriffen. Lol, der one-hittet den Bogenschützen mit dem Speer? Ja, ich hab das, ich hab nicht alles im Überblick. Also man wird... Das kommt von allen Seiten. Diese Speerwerfer werfen den Speer, one-hitten ein und dann müssen, dann gehen sie mit dem Messerchen los. Ey, jetzt fängt er schon an mit Katapulten, ne? Naja. Ich glaube, mit dem Teil musst du sehr schnell eine Burg richtig, also richtig zubauen. Das Spiel hat ja eine gescheite Multiplayer-Lobby, doch. Und also, alles an einen Ort bauen. Multiplayer ist ganz in Ordnung, also du kannst da ziemlich gut reinjoinen. Ja, nicht so wie bei einem. Ja, kannst einfach über Steam dann einfach einen Raum suchen. Das hätte ich auch angegriffen, was soll denn das? Die Schuhe. Ich glaube, Affe kauft zu viel am Markt. Ihr müsst irgendwie wissen, mir noch. Also bei Crusader hatte ich auch ganz genauso von wegen, jetzt kaufe ich so und so viele davon, ne? Und dann hat es. Dann war das ein Lauf. Das war so wie ein Fluss, das hat funktioniert. Aber hier bin ich mir da noch nicht so sicher, was ich jetzt als erstes und wie viel ich auch von welchem bauen soll. Mames, wie lange brauchen wir deinen Download? 4000 Holzfälle. Ja. 10 Minuten. 10 Minuten, ja, 10 Minuten verlieren wir ja noch. 6K-Leitung, Alter. Oh Mann, ey. Hm. Läuft ganz gut. Musst du mal rätseln, wie lange ich gebraucht habe, um Artage runterzuladen oder Assassin's Creed, ey. Hättest nicht so viel Gold in Holz verschwenden dürfen, aber ich hab das Holz ja auch gebraucht, ne? Also, ohne das Holz hätte ich keine Steine abbauen können, kein Essen gehabt und so. Und dann wären die Leute mir schon vorher flöten können. Eine Nachricht der Ratte. Glaube ich. Hört auf mit dem Wimmern, Bauer! Ihr und außerdem. Spielzeugsoldaten solltet euch lieber für den Widerstand rüsten! Außerdem werde ich hier die ganze Zeit von dieser Ratte und von diesem Lappen hier die ganze Zeit penetriert.
Die lassen ihn hier vollkommen entschieden. Die scheißen auf ihn, ja, mein Kollege. Und mich machen die nass. Du musst am Anfang gleich viel mehr Holzfäller bauen. Weißt du, was lustig ist? Gleich stellen wir einfach zu dritt. Das ist voll ja, gleich spielen wir das Ganze mal zu dritt. Mal gucken, wir spielen ja mal zu dritt gegen, was weiß ich, zwei Bots. Wir kacken ja so übel rein, ey. Oder gegen einen. Ich denke, dass die Ratte der einfachste Gegner ist, ja. Aber man muss erstmal auf das Spiel klarkommen, bevor er einfach ist. Vier Holzfäller, viermal Käserei, zwei Steindinger und dann sofort Truppen rushen. Ja? Geht's alle schon. Das Spiel ist kaum draußen und alle kommen schon mit Tipps. Ja. Ich hab wahrscheinlich gegoogelt irgendwo. Geht da hin, nein, jetzt werd ich auch angegriffen. Na, endlich. Nur weil dein König bei mir ist, Affe. Die wollen eigentlich nur dich. Ja, jetzt haben wir ein Problem. Ich geh verteidigen. Das ist, glaube ich, viel lustiger, wenn man einem zusieht, wenn er verliert, als wenn er gewinnt, ey. Das ist mein zweites Match, Mann. Irgendwann werde ich hier alles rappen. Da wird kein Bot mehr eine Chance haben. Das kann man nicht zählen, Mann. Das war ja wie ein Tutorial, Mann. Bau ein Holzfäller, Ja, wo ist das überhaupt, ey? Endball, grüß dich. Ich hab kein Geld, ich kann nichts machen. Ja, wir haben schon verschissen. Kein Geld, nix. Wir müssen auf Stronghold Crusader. Wir müssen auf Nameless warten. Brot mich angegriffen. So übelst. Ich hab immer Dings gemacht. Immer Äpfel. Äpfel, 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 Äpfel. Am Anfang gleich drei ich Äpfel. Ich hab auch immer Brot. Brot war übelst OP. Du hast einfach zwei so eine Weizenfelder gebaut oder drei. Und dann konntest du eine Mühle bauen und fünf oder sechs Bäcker und dann war es mal Schuss. Mir wurde gesagt, dass es ein sicherer Sieg sei. Petze, grüß dich. Also der Teil orientiert sich halt krass an den alten Teilen. Das ist richtig, aber... Also an Stronghold Crusader, wenn ich da irgendwie dessen Methoden verwende, ist es irgendwie hier nicht so cool. Und sonst habe ich keine Strongholds gespielt. Ach, ey, die machen mein ganzes Ding Schrott. Die klotzen auf meine Häuser ein mit ihren Mini-Dolchen und die fallen einfach auseinander. Das schaffen die einfach mit Dolchen. Ich hab keine Dolchen in dem Teil, glaube ich, oder? Guck mal, die treten gegen mein Haus und es fällt auseinander und stechen da mit Dolchen ein, ey. Die Truppen der Ratte greifen an. Oh, ich werde keine Spitzhacken, wenn sie gegen Mauern hauen. Und sie haben einfach meinen Narren getötet. Jetzt kommen sie. Zerstören sie noch mein Warenlager. Geht das? Nee, anscheinend nicht. Toll. Das war's. Mein Reich ist zerstört. Jetzt kommen sie zu eine dir. Nachricht vom Schar. Nein, du bist G. Erstmal den Hofnarren töten, ey. Der hat's auch verdient, der Narr. Das Beste in Stronghold Crusader 1 war Brot. Hm, toll. Ey, jetzt kommen die aber richtig angerast hier. Oi, oi, oi. Ob du mich verteidigen kannst? Ich glaube nicht. Dann versuchen wir das mal nächste Runde. Machen wir mal vier Holzfäller. Alter, ja. Die. Kann ich nichts machen. Jetzt kommen sie hier, die Schläger. Aber die, irgendwie sind die so dumm. Die wollen immer zuerst auf. Die könnten jetzt schon zum König rein. Oh, sie kommen. Warum sagen die alle Schako? Weil der Hofner aussieht wie Schako. Typ so aussieht wie Schako? Ach so. Der Hofner ist so blöd. Mein König hält sich wacker. Es gibt also meiner hat noch ziemlich viel HP. Es gibt eine Schiefe, dass du schön Newsletter anmelden wirst. Ach, hast du das Game jetzt? Ja, es geht da runter. Ich guck grad bei Steam, da siehst du am Anfang die Achievements, wenn du nicht finden bist. 85. Oh mein Gott. Blues Honey, grüß dich. Also das hier ist jetzt das zweite Spiel dieses Spiels und ja. Bart, grüß dich. Wie ist das Spiel so? Laut GameStar soll es recht schlecht sein. Also, das Ding ist, dass wir momentan einfach noch gar nicht drauf klarkommen. Ich finde die Videos wirklich scheiße, also sie sehen richtig kacke aus, aber wir haben es einfach noch nicht drauf. Wir sterben hier einfach immer instant rein. Keine Ahnung, wenn man das Game vielleicht ein bisschen mehr raus hat, dann ist das vielleicht ganz cool. Aber bis jetzt... Ja, glaube auch. Wir werden jetzt nächste Runde zu dritt spielen. Ich, Warchai und Nameless. Und mal gucken, ob wir zu dritt gegen zwei Bots klarkommen.
Oh Mann, das hört sich echt scheiße an. In Crusader 1, da habe ich es alleine mit sonst wie vielen Bots aufgenommen und hier kacke ich so rein. Ja, ich auch. Gegen 5 Wölfe oder so. Ohne Problem Wölfe, und jetzt da. 10 Wölfe. Ich habe das gerne immer gemischt. Ich habe sogar beim Crusader Wenn Liter genommen habe, 4 Millionen Soldaten, die eine erkennen, 4 Millionen die andere, hab ich ineinander rennt, was das schön ist. Wenn du, immer die gleichen genommen hast, die Bots, in Crusader 1, dann haben sie auch immer nur die gleichen Einheiten hergestellt, das fand ich immer ein bisschen langweilig. Oh, was für ein Desaster! Nee, darum habe ich mir auch später eine andere KI mir gedownloadet, dass sie neue Burgen bauen und alles. Konnt das habe ich nicht getan. Also einfügen. Stronghold-Teile war wirklich scheiße. Also die Stronghold-Teile so an sich habe ich nicht gespielt. Aber Crusader ist eigentlich ganz cool. Der erste Teil war richtig geil. Der erste Teil war echt übelst geil. Dann Stronghold Crusader war auch richtig geil und dann alle anderen waren fast ja. Ja, und mit dem werden wir uns jetzt wieder retten eigentlich. Nehmen, das hast du jetzt runtergeladen? Bist du fertig? Weil dann können wir auch aufgeben. Ey. Da steht nur 5 Minuten! Wir haben einfach keine Chance gegen die Ratte. Alter, das gibt's doch nicht. Vor irgendwie... 6 Minuten hast du gesagt, noch 6 Minuten? Was ist los mit dir, ey? Nein, hab ich 10 Minuten gesagt. Wenigstens habe ich den Hofner hier. Christian Thompson, der Hofner. Status unterhält. Unterhält die Penner hier, die vier. Peter Grünblatt, Kars Windsor, Erich Grünblatt und Tristan Beikert werden unterhalten von Christian Thompson. Schon bei 90% Dorinos. Oh nee. Du bist zuerst gestorben. Aha. Dieser Watcher, ey, hat's gar nicht draus, sich irgendwie zu verteidigen. Ne? Also Watcher als erstes hier gestorben, voll denn. Kein Wunder, dass ich so hart verliere, wenn ich so ein Team mit ihm immer guck. Ich kämpfe hier wie ein Mann. Stehe ich da in der Menge, mach sie alle nass. Wer ist denn in meine Burg gekommen? Oh. Starkes Spiel war das wieder, ein starkes Spiel. Oh mein Gott. Oh Mann, ey, Alter, ey. Man muss es irgendwie einfach raus haben, mit dem Geld klarzukommen. Das hab ich glaube ich nicht vergessen. So, warte, eben hat ja einer hier mal was geschrieben, was sich vielleicht einigermaßen vernünftig angehört hat. War das zu Ende? Nee. 5 Holzfäller, 4x Käserei, 2 Steindinger. Ich weiß nicht, ob das. Ja, hast du am Anfang dann alles sofort, richtig gemacht? So viel Materialien hast du am Anfang alles richtig gemacht? Hättest nur ein paar Söldner von ca. 100 bis 200 Gold kaufen und Bogenschützen verteidigen? Ja, mal sehen. Wie wir es nächste Runde veranstalten. Alter.